Fraktionschef der Linken. Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie zu Beginn auch aus Sicht der Linksfraktion einige Sätze zu diesem Syrien-Konflikt. Die Linksfraktion fühlt sich bei den Vorrednern in der Bewertung durchaus aufgehoben. Für uns, und das war schon immer so, ist Krieg oder Luftangriffe keine Lösung eines Problems, sondern vergrößert sicherlich auch noch das menschliche Elend. Und Politik muss jetzt das Primat haben, gerade jetzt. Und deshalb glaube ich, darüber sind wir übereingekommen. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, ich bin jetzt hier der vierte Mann, der am Rednerpult tritt. Und es kommt ja wohl noch einer. Doch keine Sorge, was ich hier zu sagen habe, ist mit den Frauen meiner Fraktion besprochen. Und ich bin froh darüber, dass Sie ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Denn die Zukunft Brandenburgs ist nämlich weiblich. Und davon bin ich überzeugt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu Beginn drei klare Sätze. Erstens, noch einmal Respekt und danke Matthias Platzek. Zweitens, weiterhin gute Zusammenarbeit und auch ein weiteres gutes Miteinander auch im neuen Amt Dietmar Woidke. Und drittens, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, diese Koalition arbeitet erfolgreich weiter. Und an Sie, meine Damen und Herren der Opposition, noch ein vierter Satz. Hüten Sie sich vor Übertreibungen. Sie haben versucht, vor einigen Tagen mit Bekanntwerden der Entscheidung beim Wechsel des Ministerpräsidenten es zu einer Schicksalsstunde des Landes hochzustilisieren. Als Wendepunkt, ja geradezu als Zusammenbruch der Koalition und als Ende einer so schrecklichen Zeit, die über Brandenburg gekommen ist. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Breetz, der Ministerpräsident ist aus dem Amt geschieden, weil er auf seine Gesundheit achten muss und nicht, weil ihm die Geschicke eines kranken Landes aus den Händen geglitten sind. Im Gegenteil, Brandenburg ist gesund und kräftig. Und wir sind, Herr Dombrovski, 2012 das Land mit der dynamischsten Wirtschaftsentwicklung geworden und haben sogar Bayern hinter uns gelassen. So viel zu Ihrer Frage Wirtschaftsfeindlichkeit. Und da frage ich Sie, merken Sie noch etwas? Wirklich, merken Sie noch etwas? Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat bei aller positiven Bilanz aber auch deutlich gemacht, dass es keinen Anlass gibt, die Hände in den Schoß zu legen. Das sehen wir genauso. Und deswegen setzen wir unsere Arbeit konsequent fort. Die rot-rote Koalition hat allen Unkenrufen zufolge trotz des Brandes das Land fit gemacht für die kommenden Herausforderungen. Im Koalitionsvertrag haben wir das mit Gemeinsinn und Erneuerung umschrieben. In der Praxis heißt das, wir haben weiteren Menschen eine Chance gegeben, sich in das gemeinsame Leben in Brandenburg einzubringen. So haben momentan 2.200 ehemalige Hartz-IV-Empfänger die Chance auf eine überjährige öffentliche Beschäftigung. Asylbewerber die Chance, sich freier im Land zu bewegen. Benachteiligte Kinder mit anderen Kindern gemeinsam zu lernen. Reiche Kommunen helfen künftig ärmeren Kommunen. Krankenhäuser und Amtsgerichte haben in der Fläche des Landes eine Zukunft. Das verstehen wir unter Gemeinsinn. Zugleich haben wir uns auf den Weg der Erneuerung des Landes gemacht. Wir haben Neuland betreten, indem wir neue Weichen in der Wirtschaftspolitik, in der Wirtschaftsförderung gesetzt und jahrelange Politik des Schuldenmachens, was Sie auch mit zu verantworten haben, gestoppt. Wir haben den Brandenburgern und Brandenburgern neue Perspektiven im eigenen Land gegeben. Wir kümmern uns um Einheimische, um Rückkehrer und auch um Neubrandenburger gleichermaßen. Wir haben Neues gewagt, indem wir mutige Reformen im Justizbereich angepackt und eine moderne Rechtsstaatspolitik mit klaren linken Akzenten in Brandenburg etabliert haben. Gegen den Widerstand von CDU haben wir den Resozialisierungsansatz gesetzlich im Strafvollzug verankert und damit einen elementarischen Schritt nach vorn bei der Kriminalitätsverhütung und vor allen Dingen auch beim Opferschutz gegangen. All das, ob es Ihnen gefällt oder nicht, wird dieses Land verändern. Und das ist auch gut so. Genau das werden wir fortführen und
ausbauen. Aber offenbar ist es genau das, meine Damen und Herren, weil Sie so erregt sind bei der CDU, dass es Ihnen nicht passt. Und Sie, und das war die Rede heute wieder, Sie reden das Land weiterhin schlecht, verbreiten miese Stimmung und insbesondere Sie, Herr Kollege Dombrovskis und Ihre Fraktion, und da sind ja noch einige dabei, die die anderen Legislaturperioden durchaus noch kennen, leiden unter kollektiver Amnesie und verdrängen jede Verantwortung für ihre Hinterlassenschaften. Herr Dombrovskis, Sie haben ein Leidensbild der Opposition im 5. Brandenburger Landtag hier gezeichnet. Der Opposition ging es noch nie so gut wie jetzt. Ihnen ist der Realitätssinn abhandengekommen. Deshalb frage ich Sie, merken Sie noch etwas? Sie wissen doch gar nicht, wie Opposition wirklich war. Als Sie 10 Jahre regiert haben, hat es hier nicht einen Antrag gegeben, der von der Opposition eine Mehrheit bekommen hat. Das ist die Wahrheit. Es gibt jetzt Chancengleichheit. Es gibt jetzt öffentlichen Ausschusssitzungen, die Sie nie wollten, aber jetzt nutzen. Und ich glaube, es gibt 15% aller Anträge, die die Opposition eingereicht hat, sind in unterschiedlichen Konstellationen im Land mit einer Mehrheit bedacht worden. Das ist das Neue und insofern will ich das noch mal sagen. Blicken wir aber jetzt gemeinsam genau auf das, was wir bereits geschafft und was wir noch erreichen wollen. Darauf sind Sie ja neugierig. Gute Arbeit, gutes Wirtschaften, dafür steht diese Regierung und dieser Wirtschaftsminister Christophers. Bei den alljährlichen Potsdamer Wasserspielen am Wochenende lag ja das Boot der IHK, und da saßen nur Wirtschaftsvertreter in Brandenburg ganz vorn. Wenn das kein Zeichen ist, der brandenburgischen Wirtschaft geht es wahrscheinlich doch besser, als Sie es gezeichnet haben, trotz eines linken Wirtschaftsministers, hoffentlich auch hervorragend. Und im Übrigen, Herr Kollege Breetz, ich habe Sie vermisst, landete unser Boot knapp dahinter an zweiter Position, während die CDU nicht einmal die Besatzung für ein Boot zusammenbekommen hat. Und hoffentlich, ich habe ja heute gedacht, dass Ihr Spitzenkandidat hier steht. Hoffentlich ist Ihnen aber wahrscheinlich auch dann beim nächsten Wahlkampf, kommt Ihnen nicht das Personal dann auch noch abhanden. Meine Damen und Herren, Brandenburg ist kein Billiglohnland mehr. Unser Leitgedanke, gute Arbeit, gutes Wirtschaften, greift Raum. Wir haben die Wirtschaftsförderung des Landes vom Kopf auf die Füße gestellt. Nicht die kurzzeitigen betriebswirtschaftlichen Effekte stehen im Zentrum, sondern die Menschen, die von ihrer Arbeit leben und ihre Familien ernähren können. Wirtschaftsförderung wird zunehmend an Tarife, an die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebunden und zielt auf die Begrenzung der Leiharbeitsquote ab. Mit dem Vergabegesetz wollen wir erreichen, dass diejenigen, die im Auftrag des Landes arbeiten, auch ordentlich dafür bezahlt werden. Die Landesregierung hat es gesagt, der erste Schritt sind jetzt die 8,50 Euro. Und dann wird es auch Zeit, Kurs zu nehmen auf die anderen Zahlen, 9 oder 10 Euro in den nächsten Monaten und Jahren. Und da kommen Sie von der CDU, Herr Schirak, daher und erklären mit Hinweis auf dieses Gesetz, Brandenburg sei unter Rot-Rot nicht sozialer, sondern ideologischer geworden. Mein lieber Herr Professor, wie wollen Sie diesen offenkundigen Unsinn irgendwo im Land erklären? Es ist den Menschen völlig egal, ob sie nun aus ideologischer Sicht oder aus sozialen Gründen mehr Geld im Portemonnaie haben. Und nehmen Sie endlich den Fuß von der Bremse in der Bundespolitik, damit wir endlich diesen allgemeinen, einheitlichen, gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland haben. Und sorgen Sie endlich dafür, dass die Menschen von Lohn ihrer Arbeit auch tatsächlich leben können und nicht der Staat und damit der Steuerzahler, wie im letzten Jahr in Brandenburg, die Zahlen der Agentur, ich verlese sie jetzt, 475 Millionen Euro Steuergelder aufbringen mussten, um 65.000 sogenannte Aufstocker, deren Aufstockbezüge zu zahlen. Das ist die staatliche Aufgabe und deshalb sind die Unternehmen in der Pflicht. Und ich glaube, das, was wir als Linke, Sozialdemokraten und Grüne in diesem Bundestagswahlkampf wollen, ist der richtige Weg. Meine Damen und Herren, ein weiteres Thema bewegt die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Das ist das Thema Energie und deren Kosten. Es spielte ja heute mehrfach schon die Rolle. Brandenburg gilt als Musterland
für erneuerbare Energien. Wir gehen aber auch hier neue Wege. Die sozialökologische Erneuerung Brandenburgs geht nur, wenn sie gemeinsam, wenn sie offen und demokratisch mit den betroffenen Akteuren vorangetrieben wird. Das tun wir auf Industriekonferenzen, die zu Leitlinien für einen modernen, ökologisch orientierten und nachhaltigen Industriestandort führen werden. Das tun wir bei dem bevorstehenden Energietag in Cottbus, wo beraten wird, wie regionale Wirtschaft und Kommunen besser, noch besser an der Energiewende teilhaben können und ihren Nutzen ziehen können. Und das tut Minister Christophers mit seinen Energietouren, die es ermöglichen sollen, dass regionale Energiekonzepte durch Akteure vor Ort eingearbeitet werden. Das ist ein mühsamer Weg, aber ich glaube, er lohnt sich. Und in der Art und Weise, wie wir den Dialog führen, ist er bundesweit spitze. Wir schüren auch keine Angst vor dem Neuen, sondern diese Koalition ringt um Akzeptanz, während Sie, meine Damen und Herren von CDU, gemeinsam mit der FDP ja einen regelrechten Kreuzzug mittlerweile mit diesem Förderwirrwarr im Bund bei den erneuerbaren Energien führen. Und wir setzen uns auch ein für soziale Preise und Netzstabilität. Sie hingegen torpedieren permanent diese Ausgestaltung der Energiewende. Das, was Ihre Kanzlerin da momentan abliefert, sekundiert von diesem Wirtschaftsminister, ist die blanke Arbeitsverweigerung, und so wird die Energiewende in dieser Bundesrepublik scheitern. Und meine Damen und Herren, verweigern tut sich die CDU leider auch bei einem ganz anderen Thema im Kampf gegen rechts. Dennoch wird es gelingen, die Brandenburger Verfassung dahingehend zu ändern, dass Neonazis kein leichtes Spiel mehr haben werden in Brandenburg. Wir haben die Initiative für die Aufnahme einer Anti-Rassismus-Klausel in der Landesverfassung ergriffen. Liberale, Grüne, Sozialdemokratie und Linkspartei haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Nur die CDU ist diesen Schritt nicht mitgegangen. Während sie bei der Kriminalitätsbekämpfung die Prävention verächtlich macht, versteckt sie sich jetzt beim Kampf gegen den Rechtsextremismus hinter dieser Idee und denunziert Verfassungsfragen als Symbolpolitik. Die Mehrheit, so war es zu lesen, die Mehrheit schieße über dieses Ziel hinaus. Und das ausgerechnet in der Jungen Freiheit, Herr Dombrovski, von Ihnen zitiert am 23.05.2013. Das ist der eigentliche Skandal. Gerade da, wo Horst Mahler als Rechtsextremist seine Essays veröffentlicht, da kommen Sie zu Wort. Darüber müssen Sie nachdenken. Darüber müssen Sie nachdenken. Wir haben die Residenzpflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber abgeschafft und damit einen wichtigen Schritt getan, Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, nicht als Menschen zweiter Klasse mit eingeschränkten Freiheitsrechten zu behandeln. Natürlich drücken uns die Probleme der Asylbewerberinnen und Asylbewerber jenseits der Freizügigkeitsfrage. Die Regierung leistet da, und das wissen Sie genau, Herr Kollege Senfling, gemeinsam mit den Kommunen harte Arbeit. Die Aufnahme steigender Zahl von Asylbewerbern in den Landkreisen ist eine große Herausforderung für alle. Für alle. In allen Kreisen wird intensiv daran gearbeitet, ein menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, aber bei vielen, was wir erreicht oder verändert haben, haben wir natürlich noch eine Menge Baustellen. Und da meine ich jetzt noch nicht den BER. Nein, ich meine zum Beispiel die ganz alltägliche Frage, wann der gesetzliche versicherte Patient einen Termin beim Hautarzt bekommt oder wie der Landarzt in Lenzen seine Nachfolger für die Praxis findet. Während Sie, Herr Kollege Büttner, und Ihr FDP-Gesundheitsminister offensichtlich lieber all seine Energie in die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte steckt oder die Privatversicherten stärken will, sollten Sie sich hüten, anderen hier Kritik um die Ohren zu hauen. Frau Tack, und Sie sprachen sie an, hat das mit wenig Unterstützung aus Ihrem geführten Bundesministerium geschafft, gemeinsam mit der Koalition den Erhalt aller Krankenhäuser in diesem Land möglich zu machen und die Krankenhausfinanzierung auf neue und verlässliche, nachhaltige Füße zu stellen. Unsere Aufgabe wird es nun sein, in den nächsten Monaten Sie als Anker der ambulanten Versorgung gerade im ländlichen Raum zu stärken. Und so engagiert wie Anita Tack auch bei der Gesundheitswirtschaft arbeitet, kümmert sie sich auch um die Hochwasserpolitik. Und das wissen Sie.
Und die Bundesregierung wird am 2. September nicht weghören können, wenn Brandenburg auf der Sonderumweltministerkonferenz erneut ein nationales Hochwasserschutzprogramm fordert. Und Herr Büttner, zum Kompass. Wahrscheinlich ist es bei Ihrer Rede vorhin und Ihrer Kritik bei der Eingabe ins Navigationssystem möglicherweise das Ziel abhandengekommen. Meine Damen und Herren, eine, wenn nicht sogar die Schlüsselfrage für die Zukunft des Landes ist und bleibt jedoch der Bildungsbereich. Sowohl die frühkindliche Bildung als auch die Schul- und Hochschulausbildung in diesem Land stehen im zentralen Fokus dieser Koalition. Es geht in allererster Linie um ein ausreichendes, qualifiziertes, um ein sehr gutes Lehr- und Ausbildungspotenzial. Wir haben gleich zu Beginn der Legislaturperiode den Personalschlüssel der Kita verbessert, haben Quereinsteigern den Zugang zum Erzieherberuf erleichtert. Wir haben die Sprachförderung verbessert. Und wir wissen aber auch, dass wir noch einiges zu tun haben. Und das werden wir auch tun. Und wenn es nach uns ginge, meine Damen und Herren von der Opposition, zumindest von der, die von mir aus rechts sitzt, würde auch das unsägliche Betreuungsgeld, was dem Steuerzahler 2,2 Milliarden Euro kostet, in die Qualifizierung der Kita-Betreuung gehört. Ganz unruhig. Im Schulbereich, Herr Kollege Büttner, erhalten wir die Schüler-Lehrer-Relation von 1 zu 15,4 aufrecht. Ich erinnere mich noch, wie Sie jetzt lautstark und damals Ihre Zweifel vorgetragen haben, ob es gelingt. Es ist gelungen und wir liegen sogar unter diesem Wert. Und wir haben die Zahl der Neuanstellungen von Lehrkräften nicht nur deutlich erhöht. Mit dem Schuljahr 2014/15, wenn es uns gelingt, wirklich den Goldstaub zu finden, werden wir 2.400 Lehrer dann eingestellt haben. 2.400. Vorgenommen hatten wir uns 1.250. Und gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu Ihrer Kritik. Wir würden den Goldstaub nicht finden, weil wir die Ausbildungskapazitäten nicht geschaffen haben. Herr Kollege Senfling, Sie waren bildungspolitischer Sprecher. Sie haben die Kapazitäten der Lehrerausbildung damals auf einen Wert von 200 Referendaren runtergedrosselt. Und der Kollege Ruprecht, der kennt das hinten. Der schmunzelt, weil er genau diese Zahlen kennt. Wir sind jetzt auf einer Zahl von 900. So viel zur Erweiterung unserer Kapazitäten. Und, Herr Kollege Senfleben, zum Schuljahr 2014/15 wird die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte in Grund- und Oberschulen reduziert. Und damit lösen wir ein langjähriges Versprechen ein, das alle Vorgängerregierungen mit Verweis auf das fehlende Geld uneingelöst ließen. Rot-Rot hat es gemacht. Sie oder wir haben Ihr Versprechen jetzt eingelöst. Auch werden wir, meine Damen und Herren, wie es der Ministerpräsident vorhin angekündigt hat, zum Frühjahr 2014 massiv die Mittel, ich glaube, es sind Größenordnung für das zweite Halbjahr dann von fast 10 Millionen Euro, die wir im Nachtragshaushalt untersetzen müssen, eingesetzt, um wirksam dem Unterrichtsausfall zu begegnen. Und mit dieser Zahl wären wir dann in der Bundesrepublik den geringsten Unterrichtsausfall aller Bundesländer haben. Und diese Statistik werden wir Ihnen nachreichen. Bei der Inklusion kommt es jetzt darauf an, auf Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein. Panikmache, wie ich sie heute gehört habe hier von Ihnen, ist völlig fehl am Platz. Mit den bestehenden 84 Pilotschulen sind wir einen wichtigen ersten Schritt gegangen. Und ich glaube, auf dieser Grundlage werden wir dann die nächsten Schritte für eine inklusive Schule, für eine Schule für alle in Brandenburg entwerfen können. Und auch im Wissenschaftsbereich haben wir viel in den letzten Jahren getan. Hochschulen sind Orte von Innovation und wichtig für die Entwicklung von Brandenburg. Darum haben wir hier die Investitionen erhöht und mit dem Hochschulpakt die Finanzierung unserer Hochschulen auf eine langfristige, sichere, planbare Basis gestellt. Und mit der Neugründung, und sie spielte ja vorhin wieder eine Rolle, der BTU Cottbus-Senftenberg sichern wir die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschullandschaft. Wenngleich wir natürlich auch, das ist so, ein paar Lehren aus der Debatte über die Neugründung ziehen müssen. Solche Projekte
können nur gemeinsam mit den Betroffenen angegangen werden. Ja, Herr Dombrovski, der Prozess der Neugründung war holprig gestartet, aber wenn man jetzt den Informationen aus der Region glauben darf, ist diese neue Uni auf einem sehr guten Weg und wird sich in der Hochschullandschaft Brandenburgs einpassen und wird sie vor allen Dingen bereichern. Und das hat und wird auch noch viel Geld kosten, aber das wollen wir auch leisten, denn es ist gut angelegtes Geld. Geld, das unseren Kindern zugutekommt, die mit einer guten Ausbildung die Grundlage für die Zukunft des Landes legen. Meine Damen und Herren von der Opposition, das machen wir ohne neue Verschuldung. Und ich weiß, wie Sie sich grämen, wäre es doch schön gewesen, und der Kollege Ness hat es vorhin auf den Punkt gebracht, wäre es schön gewesen, wenn Sie uns hätten vorführen können, dass SPD und Linke ungestüm Schulden machen und Sie hätten uns vorführen können. Daraus wird seit 2011 nichts und es bleibt dabei. Im nächsten Jahr sinkt die Netto-Neuverschuldung auf die geplante Null. Und dafür steht nicht zuletzt auch dieser linke Finanzminister, der mit uns gemeinsam, mit uns Koalitionsfraktionen, eine vorbeugende, risikobewusste Haushaltsführung hier zu verantworten hat. Unsere haushaltspolitische Strategie besteht darin, Prioritäten zu setzen und zu finanzieren, die im Ergebnis auf lange Sicht Lebenschancen eröffnen und Perspektiven sichern. Auch wenn jetzt ein Nachtragshaushalt im Gespräch ist, wird sich an dieser Linie auch nichts ändern. Und Sie wissen, dass wir Rücklagen gebildet haben, die uns jetzt erlauben, die mit den Problemen und den Herausforderungen, Herr Büttner, am BER fertig zu werden. Und das wird nicht zulasten anderer Einzelhaushalte gehen. Und das werden Sie dann beim Entwurf des Nachtragshaushalts auch feststellen. Das heißt, wir stopfen nicht nur Löcher, die durch die verspätete Inbetriebnahme entstehen. Nein, wir investieren bewusst auch in den Lärmschutz. Die Vereinbarung, die die Flughafengesellschaft mit den Umlandkommunen geschlossen hat, begrüßt die Linksfraktion außerordentlich. Und wenn ich sage, die Politik der Koalition setzt sich bruchlos fort, dann gilt das auch bei diesem Thema Nachtflug. Diese Aufgabe hat der MP, der neue MP Dietmar Woidke, wie von diesem Hohen Haus gefordert, mit der Regierungserklärung ganz oben auf der Agenda. Auch wenn Dietmar Woidke dem Aufsichtsrat nicht persönlich angehören wird, Sie können sich sicher sein, Herr Kollege Vogel, dass die Linke in dieser Koalition dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzen wird, so wie wir das immer gemacht haben. Meine Damen und Herren von der CDU, immer gemacht haben, auch in Oppositionszeiten, und das unterscheidet uns eben. Wir sind uns unseren Positionen treu geblieben. Bei Ihnen stelle ich manchmal einen gedrechselten Hals vor. Anders als andere Bundesländer hat sich Brandenburg in den zurückliegenden Jahren keine finanzielle Erleichterung zulasten der Kommunen verschafft. Stichwort Hessen, schwarz-gelb regiert. Der Anteil der kommunalen Zuweisungen ist unter Rot-Rot in Brandenburg stetig gestiegen, prozentual, aber noch was wichtiger ist, auch absolut. In Hessen sieht das ganz anders aus. Fast ein Drittel des Landeshaushaltes geht in die kommunale Familie. Im Ländervergleich eine enorme Leistung. Schauen Sie sich das schwarz-gelb regierte Hessen an. Soweit zu den Vergleichen. Dennoch bleibt die Finanzausstattung der Kommunen deutschlandweit ein gewaltiges Problem, wie die Situation der öffentlichen Hand generell. Mit der Bundestagswahl am 22. September wird entschieden, ob mit weiteren Steuergeschenken für Millionäre und Großunternehmen die öffentlichen Haushalte weiter stranguliert oder wir endlich eine sozial gerechte Einnahmepolitik in Deutschland haben. Und dafür, Herr Kollege Senfling, dafür haben wir bereits viele Initiativen ergriffen und dafür auch sogar die Mehrheiten im Bundesrat gefunden bei der Anhebung des Spitzensteuersatzes. Für die Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohnes von zunächst 8,50 Euro, für die Neuausrichtung der öffentlich geförderten Beschäftigung und auch für den Vorrang der Erdverkabelung beim Netzausbau. Diesen Weg werden wir weitergehen. Schließlich geht es auch darum, den solidarischen Finanzausgleich gegen immer wiederkehrende Attacken vor allem der unionsgeführten Geberländer zu verteilen. Auch nach 2019 ist es notwendig, die finanzielle Handlungsfähigkeit, ich betone, aller Länder durch eine aufgabengerechte Finanzausstattung abzusichern. Wir wollen eine Verständigung,
zwischen den politischen Parteien in der Öffentlichkeit führen, ob ab 2019 ein Solidarpakt III für gefährdete Regionen in Ost und West möglich und durchsetzbar sind. Wir haben aufmerksam zugehört, was die Bundeskanzlerin und die thüringische Ministerpräsidentin hierzu in letzter Zeit erklärt hat. Es wäre gut, wenn die Brandenburger Union auch hier im Land registrieren würde, was in diesem Zusammenhang von linker Perspektive entwickelt worden ist. Es geht hier nicht um Wahlkampfgeplänkel, sondern um eine ernsthafte gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die man diskutieren muss. Meine Damen und Herren, die rot-rote Landesregierung wird ihr Wort halten. Der Koalitionsvertrag ist das Versprechen, das Linke und SPD den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes für diese Legislaturperiode gegeben haben. Und zwar allen Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur den eigenen Wählerinnen und Wählern. Und wenn sich die Opposition in diesem Land darüber ereifert, wir hätten unseren Koalitionsvertrag schon jetzt zum größten Teil abgearbeitet, dann frage ich Sie, was kann man als Regierungspartei eigentlich sich mehr wünschen als solch eine Bilanz? Sollte aber damit die Hoffnung verbunden sein, dass uns nichts mehr einfallen wird, muss ich Sie enttäuschen. Es gibt im Land genug zu tun, und das dürften Sie auch aus der heutigen Debatte gelernt haben. Wir werden Ihnen keine politische Verschnaufpause im Landtag gönnen, damit möglicherweise sich getrost auf diesen Wahlkampf 2014 vorbereiten können. Denn Dietmar Woidke hat heute deutlich gemacht, wie und wo es im Land weitergeht. Er wird dabei, wie Matthias Platzek auch, eine starke, eine engagierte, eine konstruktive und ideenreiche Linke an seiner Seite haben. Die Linke oder eine Linke, die sich den demografischen Wandel stellt, die den Dialog zwischen den Generationen fördert und das Land attraktiv für den Zuzug junger Familien mit Kindern macht. Und dabei nicht nur den Speckgürtel, sondern auch die reizvollen Landschaften der Uckermark, der Lausitz, der Prignitz im Blick rückt. Wir sagen Investoren, Sponsoren und Fachkräften, kommt nach Brandenburg. Unser Land bietet Möglichkeiten und vor allem die Chance für jede und jeden. Wir wollen sie nutzbar machen und nutzen. Brandenburg ist nicht nur das Land der Seen und Alleen, sondern gleichzeitig ein Land voller Energie und engagierter Menschen. Das alles lassen wir uns auch nicht von der Stimmungsmache der CDU, die heute hier so zu vernehmen war, vermiesen. Das wird den Brandenburgerinnen und Brandenburgern einfach nicht gerecht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.